Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Vizebeast Monster. Ich habe offscreen, habe ich einfach mal rotztrocken noch zwei Enderperlen gesammelt. Damit wir natürlich jetzt auch mal weitermachen können. So, das heißt, ich müsste jetzt noch ein Seed haben, den wir hier natürlich drin haben. So, mal her, das Ding. So, wie viel haben wir eigentlich schon hier drin von dem? Ach, das geht doch. Das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Ne, ich habe zwei Enderperlen gesammelt. Das heißt, ich kann jetzt mal eben rotztrocken hier Enderseeds bauen. Das war noch mit Stone, ne? Glaube ich. Ach ja. Genau, da sind sie. Enderseeds. Haben wir sie. Denn ich habe auf jeden Fall schon mal geguckt. Wir wollen ja die Quarry wollen wir ja am besten in der Age oder so packen, in der anderen. Das heißt, ich brauche definitiv. Ich brauche definitiv dann diese. Ich wollte das ja mit Ender.io machen. Jo, das war jetzt wieder auch sehr geil, Andy. Mein Gott, ey. Boah, ist das laut, das Zeug hier. Ist doch nicht wahr. Jetzt muss ich mal kurz ein Dingens wiederholen. Jedes Mal, wenn ich da irgendwie reinfliege, mache ich irgendwas kaputt, habe ich mal das Gefühl. So, da wollen wir da mal wieder einen anpflanzen. So. Ach, da machen wir das doch so. So, springen wir rein. Fertig ist die Kiste. So. So, Diamond und Gold wieder anpflanzen. Denn davon brauche ich ja mehr. Copper haben wir auch wieder drei. Die können wir auch noch mit anpflanzen gehen. Ansonsten war ja alles voll. Boah, ist das laut, ey. Ich muss unbedingt mehr Muffler bauen, aber da brauche ich erstmal Schäfchen für. Und das werde ich auf jeden Fall mit Safari-Net. Ja, mein Gott. Einen noch. Einen Copper noch, dann haben wir das auch voll. Ja, was ich denn sagen wollte. Und zwar wollten wir das ja dann hier mit den Dimensional Transceiver machen. Dafür brauche ich auf jeden Fall einen Alloy-Smelter, den könnte ich gleich schon mal bauen. Dann haben wir den nämlich schon mal da. Was nicht so schwer sein wird, den zu bauen, so wie das aussieht. Copper, ein bisschen. Nö. Ach, das können wir ja mal machen. Jetzt wird es auch noch dunkel, aber was soll's? Wo ist er denn jetzt? Da. Ach. Hallo? Achso. Moment. NEI-Synchroner. NEI Synchronized Auto. So, schweres Wort. So, dann gucken wir mal. Alloy Smelter, den wollen wir mal bauen. Mein Gott. Hä? Warum kann ich denn nicht Return drücken? Also, so war das. Standard muss ich ja drücken. So, dann bauen wir mal das Teil. Das haben wir. Dann bauen wir das Teil. Das haben wir auch. Bauen wir noch das Teil. Das geht nicht, weil ich keinen Cobblestone da drin habe. Ist auch besser so. Haben wir das auch? Stonebricks habe ich, glaube ich, auch nicht. Ne, aber ich weiß, wo ich welche habe. Dann bauen wir uns mal kurz den Alloy-Smelter. Dann haben wir den nämlich auch schon mal. Den brauchen wir nämlich dann für die Sachen, für den Dingenskirchen. Für den Transceiver. Mein Gott, Dingenskirchen. Den stellen wir einfach mal hier oben drauf. Trotztrocken. Der braucht nämlich auch RF, so viel ich weiß, ja. Genau. Das heißt, ich muss mal eben hier gucken. Da ist der Strom. Alles klar. Holen wir uns mal kurz ein paar hardene Dinger raus hier. Schließen wir das Ding mal an. So, einmal hier hoch und da. So, zack, fertig. Da ist er dran und erfüllt sich natürlich. Und damit kann ich dann. Wie gesagt, diese Transceiver, da ist er. Damit kann ich dann hier zum Beispiel dieses Vibrant Alloy machen. Dafür brauche ich eine Enderperle und Energetic Alloy. Energetic Alloy könnte ich natürlich schon mal machen. Redstone, Gold und Glowstone. Ich brauche zwei. Ich brauche vier. Vier brauche ich, obwohl ich kann erstmal die machen. Davon brauche ich vier auch. Kohle, Silicon und Iron, alles klar. Kohle, Silicon und Iron, so Kohle, vier Stück.
Silicon, 4 Stück. Und Iron, auch 4 Stück erstmal. Ach. So. Da war auch die Kacke schon mal einschmelzen. So, doch, wenn ich mich recht erinnere, war das so. Ja. Alles klar, dann legen wir uns mal kurz hin. Weil zwei Endermans habe ich ja noch gefunden. Zum Glück. Gar nicht so weit weg. Ich habe die, glaube ich, weiß gar nicht, ich glaube da hinten auf der einen Insel, wo ich da letztes Mal gestorben bin, habe ich die gefunden. So, und wir machen jetzt hier schon mal Electric Steel. Ja, jetzt natürlich das Blöde ist immer, wenn man das im Dingens da macht, dass das natürlich rausfliegt. So, zwei Pulverized Coal brauche ich auch noch. Zwei, vier Electrical Steel brauche ich dafür, alles klar. Ich brauche Vibrant Alloy, insgesamt vier, also insgesamt acht. Brauche ich von denen. Denn ich brauche vier Vibrant Alloy, wenn ich recht, ja. Das heißt, ich brauche acht von denen. Redstone, acht Gold, acht Glowstone, alles klar. Das haben wir auch schon mal. Acht Gold, habe ich gesagt. Acht Glowstone und 8 Redstone. So, wenn der dann fertig ist, dann schmeißen wir das da rein. So, 2 hat er schon, das ist schon mal schön. 3, jetzt heute macht er den vierten, alles klar. Ist er eigentlich schon auf Redstone höher? Ja, ist er. Und 8 Diamanten sind da drin. Sehr geil. Und ganz viel Redstone. Mein Gott, jetzt geht das aber rund hier. Müsste ja sowieso, da müsste bald eigentlich fertig sein. Ja, da dürfte nicht mehr lang dauern, dann ist der durch. Aber 8 Diamanten, das ist doch schon mal schön. 8 Diamanten ist doch das Premium hier. Dann können wir nämlich bei 10, jetzt geht los hier. 10 Diamanten schon. Da können wir nämlich bald auch mit Steve's Cards anfangen. Die Rubber Tree Farm machen, die ich machen wollte. So, da haben wir das. Dann packen wir das Gold und das Zeug auch noch da rein. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch. Habe ich eigentlich. Hab ich nicht sogar schon eine Blaze Sword gesammelt? Fällt mir gerade mal so ein, wo habe ich den hingepackt? Oder habe ich die in der Höhle verloren? Auf jeden Fall werde ich bald anfangen, die Power Armor zu bauen. Habe ich nicht eine Blaze Sword gehabt? Eine wenigstens? Ne, sieht nicht so aus, wa? Verdammte Axt. Was ist denn du? Wo ist die Spinne? Wo bist du? Wo bist du? Hm? Mich anziehe mir. Oder was auch immer du da machst. Wo ist die Spinne? Da ist sie. Ja, komm. Dummes Stück da. Ja. Weg mit dir. Welch? So, dann haben wir nämlich die Sachen auch fertig. Electric Steel und so. Ich muss mich nur noch damit reinlesen. Weil ich habe diese Transceiver noch nie benutzt. Ich habe bis jetzt immer nur Tesseract benutzt. Aber das ist auch schon mal was Schönes, mal was anderes zu sehen. Was ich auch noch machen will, ist hier auf jeden Fall eine zweite Grinder-Linie zu bauen. Was ich auch bald anfangen werde. Ich weiß, oder soll ich da diese Folge anfangen? Soll ich nicht? Ich glaube, ich fang schon mal an, wenigstens hier ein bisschen Stahl zu schmelzen wieder zu machen. Denn wir müssen ja dann wieder vier Steam Engines bauen und so. So, Electric Steel kann auch da rein erstmal. So, der ist hier noch mal schön am Machen. So, da können wir das Energetic Alloy schon mal rausholen. Das können wir auch da reinpacken, schon mal die vier. Die Hardened können auch wieder weg. Was ich noch machen wollte, was wollte ich denn noch machen? Ist eine gute Frage. Was wollte ich denn noch machen? Power Armor wollte ich schon mal bauen. Könnte ich euch schon mal anfangen. Power Armor. Wo ist er? Da unten. Den Helm zum Beispiel. Die Hose. Ja, ich könnte nicht eigentlich alle schon mal bauen. Aber da wird mir wahrscheinlich der Rubber einen Strich durch die Rechnung machen. Ist wahrscheinlich. Nehmen wir schon mal die, das mit und das mit. Da ist noch ein bisschen Rubber. Das heißt, ich muss jetzt. Jetzt muss ich mal gucken. So, ich wollte die.
Hä? Wo ist er jetzt hin? Da. 2, 4, 6, 8. 8 Stück brauche ich. Okay. 8 Stück. Ich brauche 3 pro. 3, 3 mal 8 sind 16, 24. 24 Stück. Hat nicht gereicht. Schade. Heißt, ich brauche Sticks. Ein bisschen Iron. Da müssen wir uns halt noch einbauen. Ja, ich weiß, ich will auch noch den Mittelformer bauen. Klar. Heißt, ich brauche nur einen, ne? Brauche ich jetzt 45? Ach, scheiße. Ja, wenn man Shift-Linksklick macht, dann macht er so viele wie es geht. Habe ich vergessen. Entschuldigung. 24 brauchte ich, du. Egal, haben wir halt ein paar Kupferplatten. Auch gut. Ist auch schön. Machen wir halt so. Shift-Linksklick-ME-System ist gar nicht gut, weil da nimmt er ja nämlich das Zeug raus, was man da drin hat. Im Prinzip. So, und jetzt brauche ich Rubber. Ohne Ende Rubber. Robert. Ja, sollte man vielleicht nochmal 2B schreiben. Oh, habe ich sogar genau. Das ist doch schön. So, dann machen wir das schon mal. So, dann brauchen wir Redstone und Eisen. So. Brauche ich da nicht eine Eisenplatte für? Du Vollgesicht. Natürlich braucht man eine Eisenplatte, ne? 8 Stück brauche ich. 8 Stück. Wo ist der Hammer hin? Also. Machen wir die halt so eben. Mein Gott, ist doch jetzt nicht hier so wild. So. 8 Stück. Dankeschön. So, und jetzt packt das mal Zeug mal da alles rein. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Und jetzt wollen wir die Power Armor bauen. Power. So, dann bauen wir das Ding. Danke, der Helm. Das Ding. Die Brust. Die Schuhe. Und natürlich die Hose. So. Können wir schon mal ein paar Teile anziehen. So. Mein Gott, das sieht aus, als ob hier. Ne? Das sieht aus, das Ding. So, mit einem Apfel in der Hand, auch schön. Wir brauchen den Tinkers Construct Table noch. Tablet. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hä? Wo ist er hin? Da ist er doch. Ach, da brauchen wir einen Emerald für. Oh, ekelig. Müssen wir doch in die Hölle. Tinkers. Ziehen wir mal Construct ein, das müsste ich auch zeigen. Oder auch nicht. Mando. Da braucht man Emerald für. Power Armor Tinker Table heißt er außerdem. Ja, ein Emerald. Verdammt. Habe ich nicht. Dann müssen wir wohl doch in die Hölle. Dann müssen wir mal gucken, ob wir ein Emerald-Ohr finden, würde ich sagen. So, das packen wir mal weg. Das packen wir auch mal weg. Das brauche ich nicht. Na dann, wollen wir mal in die Hölle gehen, ne? Ist halt so. Weil Emeralds findet man in der Oberwelt nur in den High Hills. Oder Extreme Hills. Extreme Hills hießen die, glaube ich. Kann man die Emeralds finden in Ores. Oh, 20 Diamanten schon, mein Gott. Aber werden wir dann halt mal, ne, gucken, dass uns nicht unbedingt jetzt hier irgendwas umbringt. Da drin. Gucken wir mal. Emeralds brauchen wir. Am besten ein Ohr wäre auf jeden Fall geil, weil dann könnte ich. Ja, du willst mich nicht angreifen? Finde ich mal nett von dir. Emerald Ohr. Ganz wichtig. Da ist Essenzohr. Da ist eine dicke Spinne. Da ist die Festung. Lapis, Redstone brauche ich jetzt auch im Moment nicht. Emerald Ohr. Da sind Imps. Lapis. Könnte natürlich jetzt was dauern, dass ich das finde. Weil, ne, das könnte natürlich in der Hölle ein bisschen schwieriger werden, weil hier alles Mögliche an Erz rumschwirrt. Da ist ganz viel Lava, hier ist die Festung.
Fliegen wir mal hier rüber, gucken wir mal hier, was hier so ist. Redstone, Kohle, nee, Essenz, Gold, Mimikry oder Mimichit heißt das ja. Tin müsste das sein. Ne, Lead ist das. Lapis. Da haben wir hier oben. Haben wir hier noch irgendwo was? Ich muss natürlich nur darauf achten, dass ich nicht unbedingt von dem Portal so weit weggehe. Denn ich habe da keinen Marker eingesetzt, aber das könnte ich ja gleich mal tun. Essence Dust. Essence Dust. Ist das Kohle? Auch Essence, Essence, Redstone. Kobalt habe ich auch nur lustigerweise noch nicht gesehen. Oder Ardite. Oder Adit oder wie man das aussprechen möchte. Kohle. Lapis. Das ist Silber, ne? Ja. Ich habe gedacht, wären Diamanten. Da ist Kobalt, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann nehmen wir mal das mit. Dankeschön. Dann macht wenigstens die Pigments nicht böse. Was ist das? Ach, Salz. Naja, Salz brauchen wir nicht unbedingt. Da ist nochmal Kobalt. Auch schön. Kobalt ist auch gut. Nehme ich da auch alles mit hier. Emerald wäre natürlich jetzt geiler, muss ich ehrlich sagen. Warum leckt das denn zwischendurch immer? Das Essenz, Gold. Was ich aber jetzt mal kurz mache, ist hier oben. Ach, hier sind doch genug. Fliegen wir mal weiter hier. Ich muss natürlich darauf achten, dass mein Jetpack nicht leer geht hier beim Fliegen. Wichtigste überhaupt. Nether Quarz könnte ich auch noch ein bisschen mitnehmen gleich. Obwohl ich ja Nether Essenzen jetzt habe, ne? Aber wichtigste Hauptaugenmerk ist. Da müsste Ardite sein, oder? Wo ich hänge. Ardite nehmen wir natürlich auch mit. Das Sulfur werden wir uns auch noch holen, aber nicht gerade jetzt. Was ist das denn? Achso, ist ein Baum. Bloodwood. Da ist so ein Infernal Hive, ne? Den will ich nicht, weil die explodieren. Redstone, Mimikry. Auch nichts Weltbewegendes hier. Ach, Freunde. Freunde, 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 da ist Gold. Da ist Trobald wieder. Zweimal sogar. Mein Gott. Aua. Jetzt habe ich einen Leck gehabt. Oder einen Ruckler, besser gesagt. Kobalt nehmen wir noch mit. Na, danke. Dann lassen wir doch nicht liegen. Kobalt ist gut. Kobalt ist gut. Ne, so habe ich abgebaut. Ups. Wichtigste wäre natürlich jetzt Emerald zu finden, aber. Ist leider nicht so einfach. Wie man sieht. Da ist zwei Kobalt nebeneinander. Aber das haben wir aber selten. Ach, nicht die. Diese. Wichtig, wie gesagt, wichtig ist, wo ich die ja gebaut habe, die Allomite-Spitzhacke. Wie man sieht, das ist das Einzige, womit man die abbauen kann. Kobalt. Mit einer normalen Spitzhacke würde ich es nicht ausprobieren, weil dann geht das Kobalt nämlich kaputt. Das ist kein Ardite. Ardite ist rot oder rötlich. Da ist Glowstone ohne Ende. Brauche ich jetzt gerade aber auch nicht, weil ich Seeds habe davon. Oh Mann, ey. Eine Decke vielleicht irgendwo was? Ne. Da ist Essence Dust. Das ist genau Rutile-Ore. Ist jetzt nur für Mariculture wichtig, eigentlich. Also brauche ich. Da ist schon wieder Kobalt. Mein Gott, ey. Kobalt findet man ja ohne Ende. Gibt's ja gar nicht. Ich weiß nur, in der. Ach. Scheiß Dingens hier. Ja. In der Singleplayer-Welt, wo ich gespielt hatte, wo ich auch die Einleitung von gemacht habe, die. Da habe ich Kobalt wie bescheuert gesucht. Ja, du bist doch fein, der Nausea. Scheiß Zeug da. Mimikry. Gold.
Mann, Mann, Mann. Da ist Gravel ohne Ende. Nö, auch nix. Ja, mein Timer ist abgelaufen. Ja, schrei dich so um. So, ich fliege mal wieder ein bisschen hier lang. Da unten ist so ein Busch. Essenz. Das Schlimme ist, du hast ein Diamond Ore gefunden hier. Das gibt's ja gar nicht. Da ist ein Diamond Ore, oder? Ne, das ist Tin. Müsste das sein. Ja, oder Silver. Immerhin. Wenigstens. Fast richtig. Da ist nochmal Kobalt. Das ist das Ardite? Nein. Sulfur. Jolt. Ja. Aber da war Kobalt gerade. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Kobalt lassen wir nicht liegen. Hallo? Ja, du blöde Wolke. Hau ab. Kobalt mitnehmen. Guck mal, haben wir schon 8 Kobalt-Ores. Das gibt es ja gar nicht. Vor allem kann ich die auch verdreifachen. Das ist Ardite. Nehmen wir auch direkt mit. Ups. Danke. Einmal. Wichtig ist in dem Modpack immer drauf zu hören, wenn was zischt, wenn man irgendwas abbaut, dann sollte man weggehen. Sollte man schleunigst. Aua, ja, die Vines, die tun auch weh, ich weiß. Nitro Creeper. Böse, böse Viecher. Wie Nitro Creeper sind die schlimmsten Viecher hier. Von denen muss man richtig aufpassen, weil die explodieren sofort, wenn man in der Nähe ist. Da ist nur einer, guck mal. Na? Herr Creeper, vor allem voll geil. Das Face von denen ist ja mal richtig geil, ne? Grinst mich nicht so an, du blöde Sau. Vor denen muss man wirklich sich in Acht nehmen im Nether. Beim Monster, im Modpack. Denn die sind richtig böse. Wie gesagt, die kommen an. Man hört ihn nicht zischen, man hört gar nichts, man hört einfach nur eine Explosion und ist tot. Man ist auch, meine ich, glaube ich, wenn man keine Rüstung hat, instant tot von den Dingern. Aua, 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 aua. Hallo? So, gucken wir mal hier noch in die Höhle. Ich muss mich gleich auch zurück. Weil, ne? So langsam verlässt mich der Jetpack. Deswegen fliegen wir mal in die Richtung wieder. Ach, kein Emerald Ore gefunden. Das ist aber frech. Das ist frech. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich dann Offscreen suchen soll. Einfach. Weil. Das Hohl an der Wand. Oh. Dann nehmen wir noch mit, ne? Leck. Das hat so hakt manchmal im Nether, ne? Das gibt's gar nicht. Oh. Man sollte vielleicht auch das Ding treffen. Da wäre mal was. Kobaltohr! 9 Stück schon. Mein Gott. Ah, da haben wir auch schon 3. Also mal gucken, wie komme ich denn nochmal dahin? Nein. Oder? Doch, hier war der komische Baum, ne? Nein, hier war es nicht. Okay. Ja, Gast. Quäl dich nicht so rum, da. Mein Ding ist leer. Gar nicht gut. Scheiße. Wo kam ich denn jetzt da hin, ey? Ach, Mist. Dann bauen wir uns halt durch. Nether durchbauen ist ganz schön gefährlich. Sage ich jetzt schon mal. Denn da kann Lava in der Wende sein. Was natürlich dann richtig unpremium wäre. Aber wir bauen uns jetzt einfach mal hier durch. Kackfrech. Grabe ich mich jetzt hier durch. Bis zum Portal. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen. Oh nein, nicht abbauen, weil Pikmin böse auf mich, ganz doof. Aber das haben wir Ardite, dann nehmen wir auch noch mit. Ich war schon beim Überlegen, einfach mal eine Quarry hier drauf zu bauen, aber das im Nether ist das sehr umständlich. Sagen wir es mal so.
Aber wie gesagt, ich werd wahrscheinlich das Emerald Ore, werde ich mal offscreen suchen. Denn das kann wirklich, da ist es nämlich, da kommt's, Lava, und vor allen Dingen fließt ja richtig schnell hier im Nether. Gold. Ist auch nicht das, was ich brauche. Da wäre jetzt geil, wenn ich jetzt hier durchgraben würde und würde Dingens finden. Okay, das war doof. Merke, Netherquarz abbauen auch schlecht. Ah, da ist so mein Erdhaufen. Majo. So, jetzt muss ich mal, ne, wenn ich zwischendurch mal ruhig bin, dann habt keine Angst, Freunde. Aber dann konzentriere ich mich auf irgendwas. Und ja. Dann bin ich halt einfach gerade richtig konzentriert. Was ich ja machen kann, ist hier Kobalt und Ader, kann ich hier reinschmeißen. Dann kriege ich nämlich drei daraus und habe dann natürlich 18, 27 Kobaltbarren. Dann kann ich mich nämlich auch bald dran setzen, mir vernünftige Kobalt-Tools zu bauen, wie Spitzhacke und Hammer und alles Mögliche. Papier habe ich auch schon dafür. Das ist ja für den Modifier, aber das werde ich dann auch noch erklären. Ja, wie gesagt, das Emerald Ore, das werde ich mal offscreen suchen, damit wir das finden. Damit wir das haben, besser gesagt, schon mal wenigstens eins. Weil das halt wichtig ist. Haben wir ja gesehen, wir brauchen das ja für die. Für was brauchen wir das jetzt eigentlich? Ach ja, für den Tinker's Construct Table brauchen wir das. Jetzt gucken wir mal hier rein, wie viele Diamanten wir jetzt haben. Wo waren die Diamanten? Da, glaube ich, ne? 43 Diamanten. Booyaka, sage ich mal. Und die Quarry ist immer noch nicht durch. Mein Gott, die braucht. Aber das, was soll's? Wir haben 43 Diamanten, Freunde. Das ist doch eine Menge. Ja gut, dann wollen wir die Folge mal wieder beenden. Denkt auch, Leute, abonnieren ist kostenlos. Über ein Like und einen Kommentar würde ich mich natürlich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit einer Runde Minecraft. Tschüss!